Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die kurze Kampagne mit dem Königreich Pontus. Und wir schauen einfach mal, wie wir jetzt hier so weitermachen könnten. Ich wollte, glaube ich, den Seleukiden eigentlich einen Friedensvertrag anbieten. Deswegen hätte ich ganz gerne hier einen Diplomaten gehabt. Den bauen wir noch schnell. Ansonsten ist hier, glaube ich, alles soweit geritzt. Was ist die Stadtkaserne? Genau, die bauen wir, damit wir hier nach Möglichkeit ein bisschen mehr Infanterie bauen können. Die brauchen wir definitiv. Hier bauen wir auch schon ein bisschen Infanterie. Wir müssen weiter Richtung Süden vorstoßen. Das ist eines unserer wichtigsten Ziele. Gucken wir uns einfach mal die nächste Runde an. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Da sehe ich schon was, was mir gar nicht gefällt. Oh shit. Oh shit. Okay. Kleine Planänderung. Merchant. Du hierhin. Und hierhin. Und hierhin. Und wir bauen eine Infanterieeinheit. Die stelle ich hier auf die Brücke. Und die stelle ich hier hin. Wobei, das müsste eigentlich noch lang, um hier unten die Rebellen aufzureiben. Insofern machen wir das noch schnell. Ja, Frage. Lohnt sich das, den ansonsten zu bestechen? Eigentlich nicht. Also da geht in der Regel halt viel Geld drauf für. Such mir doch erstmal die Griechen. Gib denen mal Handelsrechte. Und verkauf denen mal meine Karteninfo für, keine Ahnung, 500. Gut. Bisschen Geld gekriegt. Jetzt stellst du dich hier bei Ankara hin und guckst mal gerade, was da drin ist. Und du gehst hier runter und schaust, ob wir hier irgendwelche Rebellen kaufen müssen, die hier ankommen. Du bildest mir die hier fort. Wir brauchen mehr Infanterie. In Bewegung. Niemand. Schau mal nach Damaskus rein. Wir können nicht weiter, Sire. Sire? Befehle? Mächtiger General. Marschieren! Wir gehen hier mit dem Steuersatz ein bisschen runter. Befehle? Vorwärts! Bauen hier einen Wachturm. Damit wir Sidon im Blick haben. Und Sidon geben wir noch zwei Runden, dann werden wir die angreifen. Meine Augen sind eure. Okay, das ist nur schlechte Infanterie. Hier unten führt hier dummerweise kein Weg an den Seleukiden vorbei. Mächtiger General. Und ich muss hier ein bisschen aufpassen mit diesem armenischen Diplomaten. Der kauft mir nämlich sonst meine Soldaten am Ende noch auf. Die haben ja noch ein bisschen Zeit mit der Wachstumsgrenze. Ich mache mir eigentlich halt mehr so ein bisschen Sorgen. Warte mal kurz. Ne, es haut nicht hin vom Geld. Sonst würde ich halt hier direkt die Mine nochmal eine Runde ausbauen. Schade. Ne, wir bauen die Landwirtschaft aus. Ja. Ah, das mit den Ägyptern wird ätzend. Aber wir brauchen Phalanx-Einheiten gegen die Ägypter. Wir haben sonst keine andere Chance. Weil wir brauchen Phalanx-Einheiten gegen die Ägypter. Hier mit den Kavallerieeinheiten sind wir momentan noch recht gut gegen die Seleukiden dran. Wir holen uns Damaskus und vielleicht noch Palmyra oder irgendwie sowas. Euer gehorsamer Diener. Mit den Ägyptern werden wir auch noch Krieg bekommen, aber da brauchen wir halt Phalanx-Einheiten für. Nächste Runde. Ja, ich hab's mir ja fast gedacht. Okay, jetzt ist unser Anführer tot. Sensationell. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ach du meine Fresse. Okay, du gehst hier hin. Machen wir noch einen Peltasten hier.
Marschieren! Schließe mich! Ha, ist die Armee so mickrig? Und ist die Armee von den Armeniern so riesig? Dann kaufen wir sie doch. 1200 Denare von mir aus. Mächtiger General. Ah, cool. Marschieren. Stoßt vor. Weiter geht es nicht, Sire. Mein Gebieter, marschieren. Vorwärts. Befehle. Okay, das machen wir dann. Hoffentlich wartet er noch eine Runde und greift nicht sofort an. Dann können wir nämlich mit den Bogenschützen da einiges noch Befehle? Ausrichten. Gar nicht mal so Vorwärts. Schlecht, glaube ich. Befehle? Mein Gebieter? Euer Wille ist mir befehlt. Schau mal rein. Was ist da so drin? Popelkram. Befehle? Greif mal an. Siedlung wird belagert, Sire. Die Siedlung wird belagert. Nee, die nicht. Die nimmst du noch mit. Stoßt vor. Weiter geht es nicht, Sire. Mein Gebieter? Mächtiger General. Vorwärts. Ja, so können wir das machen, denke ich. Mächtiger General. Ah, die Peltassen brauchen wir eigentlich nicht mehr. General. Ich glaube, wir brauchen eher noch eine Einheit pontische Kavallerie oder sowas, um gegebenenfalls irgendwelche anderen Einheiten aufreiben zu können. Schnelle Fortbewegung. Aber das sind halt so wenig Mann. Also ich habe lieber dann... Ich meine, sie sind zwar besser von den Angriffswerten als meine Ostinfanterie, aber... Sire. Die Ostinfanterie ist mir eigentlich lieber, weil es halt mehr Einheiten Sire. Sind, ne? Du machst mir hier nur eine Einheit Bauern. Du baust mir hier mal die Minen. Ansonsten bauen wir nämlich noch überall, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Mächtiger General, mein Gebieter. Okay, Bau abgeschlossen, ist alles egal. Was gibt's hier? Britannien, Germanen, das ist normal. Neuer Anführer ist jetzt Pharnakes. Wer ist denn mein Erbe? Das da war ja mein Erbe eigentlich. Das ist jetzt wahrscheinlich der Anführer, ne? Ja. Okay, und das ist jetzt der Erbe. Gut, dann wird er demnächst auch eine größere Leibwache haben. Das soll mir recht sein, finde ich gut. Große Leibwache ist immer tipptopp. Das da geht noch so halbwegs. Und du hast ja vorhin die Rebellen dort bestochen. Du gehst nochmal hier rüber. Vielleicht gibt es hier auch nochmal Rebellen, die man noch bestechen kann. Ich hoffe echt, dass die Armenier mich noch nicht jetzt angreifen. Gut, ja, bitte, ich brauche noch einen General auf jeden Fall. Oh, ich habe nicht fortgebildet. Shit, habe ich das vergessen? Oh, fuck. Nicht gut, nicht gut. Sire. Haha, aber ich habe jetzt Meatshield dabei. Beziehungsweise, hier will ich die Bauern. Schick mir die Bauern hier hoch, damit Sinope ein bisschen schneller wächst. Und Sinope baut die Wehrkaserne. Ja, die Wehrkaserne ist gut. Die Wehrkaserne ist deswegen gut, weil wir dann hier ein paar Phalanx-Einheiten mal bei Zeiten auf die Brücke stellen können. Die sind halt dann doch deutlich besser. Warte mal, hier waren doch die Peltasten fertig. Nimm die mal direkt mit. So. Gut. Sire. Hm, da schau mal einer an. Eine Noob-Truppe. Schön. Ja, Kaserne, alles klar. Wie viel steht denn noch durch? 4 Runden. Mächtiger General. Ich quicksave mal kurz, denn ich bin eigentlich der Meinung, wenn wir die Kaff jetzt rausnehmen. Und das automatisch machen, dann gibt es eine klare Niederlage. Und deswegen, genau deswegen habe ich einen Quicksave gemacht. Ja. Genau deswegen wollte ich eigentlich da noch eine Runde warten. Eine Kavallerieeinheit. Nächste Runde können wir hier Phalanx-Einheiten bauen. Buja. Befehle.
Die Bogenschützen hier sind sehr wichtig an der Stelle. Das mit dem Diplomaten ist jetzt nicht so wild. Ah ja, da steht er ja schon vor Ankara. Jetzt werden wir hier in einen Hinterhalt gelockt. Uah, nein. Aber das ist kein Problem. Wir werden die Armee hier ganz, ganz schnell ausschalten. Und dann gehört Damaskus so gut wie uns. Und ich trinke schon mal meinen Schluck Siegeskaffee. Das Problem bei Pontus ist einfach auch wieder, dass man keine gescheiten Straßen bauen kann. Das ist nicht so optimal. Ich stelle mich jetzt mal hier auf. Ich muss mal gucken, wo er da mit seiner Armee startet. Männer, die ins Jenseits befördert werden wollen. Ja, du gruppierst mir die mal gerade. Und wirst dann hier von der Anhöhe runterkommen. Und hier machen wir mal das Autofeuer noch aus. Und rennen mal hier hin. Wir greifen mal hier die Peltasten an. Wo ist mein Jen? Ah, da. Hey, nicht so clever. Besser. Nicht so clever. Ich drücke mal irgendwie die falsche Taste. My bad. Besser. Aha! Nee, mach's doch ein bisschen anders. Es ist mir lieber, wenn er nämlich nicht den Hang hochstürmen muss. Der Feind flieht, jagt ihm vom Feld, schenkt ihm weder Ruhe noch Mitleid. Sondern wenn wir ihn einfach so ausschalten können, genau, besser, viel besser. So. Die Frage ist jetzt, jetzt müssen wir ihn natürlich irgendwie in die Falle locken. Und seine Männer haben den Mut verloren. Am besten halt so, dass er natürlich hier erstmal den Hang hoch muss. Okay, wir machen das folgendermaßen. Du nimmst dann noch eine Kavallerieeinheit mit. Und wir geben nochmal ein bisschen Gas. Ich will eigentlich seinen General angreifen. Es sieht mir schwer nach dem Seitenerben aus. Der hat nämlich eine recht große Leibwache. Bei 37 Einheiten dürfte das mit ziemlicher Sicherheit der Seitenerbe sein. So, ihr habt noch Munition. Genau, das heißt, ihr geht mal hier hin. Attackiert ihn. Du greifst ihn auch an.
Und du greifst ihn auch an. Und jetzt bitte Nahkampf tröten. Komm, komm, komm. Klasse. Dieser General ist der perfekte Feind. Er bleibt nicht standhaft, sondern läuft davon. Lohnt es sich, ihn zu töten? Fuck, schau dich an, wie schnell der ist. Wahnsinn. Okay, gut. Sagen wir mal, er hatte wahrscheinlich noch ein bisschen Sprit. Okay. Könnte einfach da stehen bleiben, ne? Also, das ist total überbewertet. Ja, wir nutzen das jetzt mal, solange seine Einheiten da ungünstig positioniert sind. Perfekt. Einfacher zu kriegen. Ja, sehr schön. Ha, klasse. Du gehst mal schnell weg. Oh, hey, hey, ja, ja. Ich sehe es, ich sehe es. Aber du kommst immer raus, gell? Ja. Gut, 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 gut. So, angreifen. Okay, perfekt. Dann haben wir da immerhin noch was aufreiben können. Bei relativ geringen Verlusten. Das heißt, er hat noch als Garnisonstruppen... Was geht denn ab? Oh, ganz schön verbaut hier. Ganz schön verbaut, wie man hier sehr schön sehen kann. Da läuft die Hälfte der Einheit irgendwie nebendran rum. Okay. Gut. Flieht, jagt ihm vom Feld, schenkt ihm weder Ruhe noch Mitleid. Gut. Ja, sehr schön. Dann hat er eigentlich nur noch seinen General in der Stadt, ne? Ja, sorry, dass es jetzt am Ende nochmal so eine Speedschlacht war, aber wir wollen ja noch schnell die nächste Stadt einnehmen. Komm, 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 komm. Ja, sehr gut. Der Sieg ist Überlebende Einheiten 4. Sehr schön. Dafür, dass wir beinahe unseren General verloren haben, weil ich nicht aufgepasst habe. Ja. Eigentlich eine Frechheit, dass wir jetzt Damaskus noch ganz regulär erobern müssen, aber gut. Oh, was wird das? Ist mir eigentlich egal. Also ich meine, solange da... Solange mich da in Ruhe lässt, kann es mir egal sein. Mein Gebieter? Ja.
Ich quicksave nochmal an der Stelle. Wir schauen kurz die Sachen hier rein. Das ist egal. Hier was Wichtiges. Kommando Schwerträger. Schön, ja. Und der Spartokus hat geheiratet. Ja, das da ist nicht so schön, weil wir wenig Geld machen. Und das da ist schöner, weil wir Geld machen. Ach so, ja, genau. Ich nehme euch mal gerade raus. Und wenn ich jetzt Damaskus angreife, dann hat er da nur 21 Mann drin von seiner Leibwache. Dann gewinnen wir diesmal auch und wenn die Siedlung besetzt. Gut. Wir haben gesiegt. Befehle? Wir reparieren die Holzmauer. Nehmen noch eine Einheit Speere. Okay, der Schrein des Eskulab. Ja, von mir aus. Wir bauen die Kavallerie vielleicht noch nicht, weil wir dann so wenig Geld haben. Befehle? 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 Sire. Okay, General. Mächtiger. Sollen wir noch schnell Palmyra holen? Befehle? Ist vielleicht eine Idee. Angriff. Siedlung wird belagert, Herr. Die Siedlung wird belagert, Herr. Befehle? Stoß vor! Schließe mich okay. Den Truppen an! Sire! Warum nicht? Warum nicht? Und lass doch mal gerade hier den Burschen weg. Und hol mir direkt mal so eine Phalanx-Einheit. Denn die brauchen wir jetzt gegen die Ägypter und da warten wir dann noch so 3-4 Runden und dann werden wir mit den Phalanx-Einheiten Richtung Süden vorstoßen. Müssen wir gerade gucken, ob hier irgendwo irgendwelche bösen Seleukiden sind. Meine Ohren sind eure Ohren. Befehle? Mächtiger General. Mein Gebieter? Lauf du mal hier runter. Okay, nimm die Bogenschützen auch noch mit. Ja, schön, er kann die nicht bestechen, das gefällt mir. Ja, hier müssen wir noch warten, aber wir sollten schon diese Kavalleriestelle bauen. Euer ergebener Diener. Die lohnen sich halt für unsere schwere Kavallerie. Gucken wir gerade nächste Runde. Okay, jetzt werden die Ägypter langsam sauer. Rückzug! Wir sitzen fest, mächtiger Herr. Okay, jetzt greifen uns hier die Armenier an. 8-5. Automatisch? Sehen wir im nächsten Teil, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Pax vobiscum.